Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich Deutsch. Ich bespreche heute das Verb reiten in allen Zeiten und allen Personalformen. Das Verb reiten ist ein starkes Verb, das heißt, wir haben hier eine Änderung von der ersten zur zweiten Stammform. Und zwar wird aus dem Zwielaut I ein I in der zweiten Stammform. Eine zusätzliche Besonderheit vom Verb reiten, und darauf hat man mich dankenswerterweise hingewiesen, ist, dass wir hier beide Hilfsverben verwenden können. Also wir können hier sowohl das Hilfsverb haben und sein in bestimmten Zeiten verwenden. Doch nun der Reihe nach beginnen wir mit der Gegenwart, Präsens genannt. Diese Zeitform verwenden wir für Gegenwärtiges oder für Sachen, die immer geschehen. Und das bedeutet, weil die Bildung mit der ersten Stammform erfolgt, für die erste Person Einzahl, ich reite. Die entsprechende Endung, die wir hier anfügen, ist ein E. Die zweite Person Einzahl, die angesprochene Person, wird gebildet mit du reitest. Die entsprechende Endung ist hier ein EST. Dann haben wir in der dritten Person Einzahl drei Möglichkeiten. Männlich er, weiblich sie und sächlich es, er, sie, es, reitet. Dann haben wir die drei Möglichkeiten in der Mehrzahl. Zuvor markieren wir aber noch das ET bei der dritten Person Singular. Die erste Person Plural wird gebildet mit der Form wir reiten. Die entsprechende Endung ist hier ein EN und damit ist die Form gleich wie das Infinitiv, also die Grundform, die wir im Wörterbuch finden. Die zweite Person Mehrzahl wird gebildet mit der Form ihr reitet und die entsprechende Endung ist hier ein ET. Die dritte Person Plural hingegen wird gebildet mit sie reiten. Wiederum ist die Endung ein EN. Das war die Bildung vom Verb reiten in der Zeitform Präsens mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Kommen wir nun zum Präteritum, mit Vergangenheit genannt. Mit dieser Zeitform bildet man die Vergangenheit ab, und zwar die abgeschlossene Vergangenheit. Deshalb wird sie auch die Erzählzeit genannt. Die Bildung erfolgt hier mit der zweiten Stammform. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, haben wir eine Änderung. Aus dem Zwielaut wird ein I, und das hat auch Folgen für die Rechtschreibung. Reiten schreibt man mit einem T und Ritt wird mit Doppel-T geschrieben. Für die erste Person Einzahl bedeutet das in der Bildung ich ritt. Wir haben also keine zusätzliche Endung angefügt. Die Personalform entspricht der Stammform. Die zweite Person Einzahl wird gebildet mit du rittest. Die entsprechende Endung ist hier ein EST. Dann haben wir die dritte Person Einzahl. Hier haben wir drei Möglichkeiten. Männlich er, weiblich sie und sächlich es, er, sie, es, ritt. Gleiche Bildung wie in der ersten Person Einzahl, keine zusätzliche Endung. Kommen wir nun zur Bildung in der Mehrzahl. Erste Person Mehrzahl wird gebildet mit wir ritten. Die entsprechende Endung ist hier ein EN. Die zweite Person Mehrzahl wird gebildet mit ihr rittet, Endung ET. Die dritte Person Mehrzahl, gleiche Bildung wie in der ersten Person Mehrzahl, sie ritten. Die Endung ist hier wiederum ein EN. Das war die Bildung der Zeitform Präteritum für das Verb reiten. Diese wird gebildet mit der zweiten Stammform und zusätzlichen Endungen, Ausnahme erste und dritte Person Einzahl, die hinsichtlich der Bildung der Stammform entsprechen. Kommen wir nun zu einer weiteren Zeitform, die Vergangenheit abbildet, das Perfekt. Das Perfekt verwenden wir für Handlungen, die in der Vergangenheit begonnen haben und noch andauern oder deren Folgen noch sichtbar sind. Und hier haben wir eben die Besonderheit bei Reiten. Wir können beide Hilfsverben verwenden im Präsens und im Vollverb erfolgt dann das Partizip 2. Manchmal sagt man, dass das Hilfsverb sein verwendet wird, wenn wir eine Ortsveränderung beschreiben wollen. Aber das ist ein bisschen unklar. Ich denke, dass beide Bildungen ihre Berechtigung haben und richtig sind. Ich persönlich würde sein bevorzugen,
stelle hier aber beide Bildungen vor. Erste Person Einzahl lautet in der Bildung ich bin oder habe geritten. Zweite Person Einzahl du bist oder hast geritten. Dritte Person Einzahl hinsichtlich der Bildung er, sie, es ist oder hat geritten. Dann haben wir die drei Formen in der Mehrzahl. Erste Person Mehrzahl wir sind oder haben geritten. Zweite Person Mehrzahl ihr seid mit weichem D geschrieben, Vorsicht, oder habt geritten. Und die dritte Person Mehrzahl ist sie sind oder sie haben geritten. Also wenn ich das jetzt so vom Sprachgefühl höre, dann würde ich sein bevorzugen. Klingt für mich irgendwie besser. Das war die Bildung der Zeitform Perfekt für das Verb reiten. Zweiteilige Bildung Hilfsverb sein oder haben plus das Partizip 2 von reiten. Dann die letzte Vergangenheitsform, das Plusquamperfekt. Diese Zeitform verwenden wir immer dann, wenn zwei Handlungen in der Vergangenheit stattfinden für die erste Handlung. Sie wird deshalb auch Vorvergangenheit genannt. Gleiche Bildung wie das Perfekt. Ausnahme, das Hilfsverb sein und haben wird nicht im Präsens gebildet, sondern im Präteritum, während das Vollverb reiten wiederum im Partizip 2 gebildet wird. Die erste Person Einzahl lautet hier in der Bildung ich war oder hatte geritten. Die zweite Person Einzahl lautet du warst oder hattest geritten. Die dritte Person Einzahl, wo wir wieder männlich, er, weiblich, sie und sächlich, es, die drei Möglichkeiten haben, er, sie, es war oder hatte geritten. Dann haben wir die drei Formen in der Mehrzahl. Erste Person Mehrzahl, wir waren oder hatten geritten. Die zweite Person Mehrzahl lautet, ihr wart oder hattet geritten. Und schließlich die dritte Person Mehrzahl, gleiche Bildung wie die erste Person Mehrzahl, sie waren oder hatten geritten. Das war die Bildung des Verb reiten im Plusquamperfekt. Zweiteilige Bildung Hilfsverb sein oder haben plus Vollverb reiten im Partizip 2. Kommen wir nun zur Zukunft, um Zukünftiges zu beschreiben, also das Dinge, die erst geschehen werden oder die wir erst machen werden. Zweiteilige Bildung Hilfsverb werden im Präsens und das Vollverb reiten im Infinitiv. Bedeutet für die erste Person Einzahl hinsichtlich der Bildung ich werde reiten. Die zweite Person Einzahl wird gebildet mit du wirst reiten. Dritte Person Singular, hier haben wir drei Möglichkeiten. Er, sie oder es wird reiten. Dann haben wir die drei Mehrzahlformen. Erste Person Mehrzahl, wir werden reiten. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet reiten. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden reiten. Das war die Bildung der Zeitform Futur 1 für das Verb reiten. Zweiteilige Bildung, erster Teil Hilfsverb werden im Präsens und Vollverb reiten im Infinitiv. Kommen wir nun zur letzten Zeitform, die uns noch fehlt. Das ist das Futur 2, die sogenannte vollendete Zukunft, wo wir uns jetzt schon überlegen, wenn in der Zukunft etwas vorbei sein wird. Einzige Zeitform, wo wir eine dreiteilige Bildung vorfinden, Hilfsverb werden im Präsens, Vollverb reiten im Partizip 2 und dann das Infinitiv entweder sein oder haben. Das bedeutet für die Bildung in der ersten Person Einzahl, ich werde geritten sein oder haben. Zweite Person Singular, du wirst geritten sein oder haben. Dritte Person mit er, sie, es, wird geritten sein oder haben. Dann haben wir die erste Person Mehrzahl,
Diese wird gebildet mit wir werden geritten sein oder haben. Dann haben wir noch die zweite Person, Mehrzahl mit der Bildung ihr werdet geritten sein oder haben. Und schließlich noch die dritte Person, Mehrzahl mit sie werden geritten sein oder haben. Das war die Bildung der Zeitform Futur 2 für das Verb reiten. Wir finden hier eine dreiteilige Bildung vor. Hilfsverb werden im Präsens, Vollverb reiten im Partizip 2 und dann noch das Infinitiv von sein oder haben. Wenn du noch mehr solche Videos sehen möchtest, abonniere meinen Kanal. Wenn du mir weiterhelfen willst, dass ich dieses Video möglichst weit verbreitet oder viele Leute ansehen können, wäre ein Daumen nach oben günstig. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend und ein besonderer Dank dient noch dem User Goldfish, der mich auf einen Fehler hingewiesen hat.